Wir haben eben ein Crew-Event gehabt. 3 gegen 3 Crews, Round Robin mit 6 Teams. Ein bisschen länger gedauert als gedacht, aber es war mega fun. Hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht und war Hype. Deswegen bin ich da gar nicht sauer. Und da haben wir von Greenshell und von Schnatterli auf jeden Fall auch schon ein bisschen was sehen können. Zum Beispiel, dass Schnatterlis K-Rule echt on fire ist. Und wir sehen hier direkt eine Nair-Fair. Auf jeden Fall ein Matchup, was Spaß macht. Captain Falcon gegen K-Rule, beim Zuschauen zumindest. Aber auch so sollte es beiden Spaß machen. Ja, und wir sehen, es ist eigentlich relativ even. Green Shell versucht hier den Last Hit zu kriegen. Eine starke Attacke wie der Up Smash oder auch die Fair, also das Knee, würden natürlich auch schon killen. Und wir sehen hier Schnatterli auf dem zweiten Stock. Genauso wie Green Shell. Es bleibt also even. Mal schauen, wie das Momentum in Zukunft shiftet. Okay, ein SD bei 0 oder bei, weiß ich nicht, 3%, weil der Tech da war und dann so ein bisschen unübersichtlich wurde, was passiert ist für Green Shell. Also hier der Start mit einem Stock weniger. Aber wir sehen, lässt sich hier nicht aus der Ruhe bringen. Hat auch schon 99% hier auf dem K-Roll drauf. Von daher müssen wir mal schauen, wie hier gleich der Kill geholt wird. Oder ob Schnatterli da was gegen hat und schnell das Game beendet. Ja, wir sehen auf jeden Fall... Oh, das war ein sehr merkwürdiger Clank. Oh, gut, dass er da nicht getroffen wurde. Und der Upsmash, die Roll geredet. Wir sind hier praktisch wieder auf einem komplett evenen Game. Ich hatte eben gerade im Chat nochmal geguckt. Jemand wollte Schnatterli sehen. Schnatterli gegen Larius, glaube ich. Ich versuche es auf jeden Fall on Stream zu bekommen, ja. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Es wollten viele Leute on Stream heute, was ich gut finde. Hab in meinem Kopf so ein bisschen Order gemacht. Nur so richtig abreif ist, abrufbereit ist es nicht. Ich glaube, SDN gegen Mega Man ist das zweite oder dritte. Und dann gab es dann noch irgendwen. Ich weiß jetzt aber nicht mehr genau wer. Allerdings, Schnatterli gegen Larius wollte ich auf jeden Fall on Stream sehen. Vielleicht sehen wir das ja als nächstes Match auch schon. Das würde ja Sinn machen. Schnatterli ist schon da. Boom! Oh, immer noch am Leben. Oh, schöner Tag. Und das ist jetzt tatsächlich gefährlich für K-Rule. Aber das Knee sitzt nicht. Bringt sich damit eine schlimme Lage. Oh, und die Fair diesmal killt sie. Und das ist das 1-0 für Schnatterli. Okay, das war schon mal ein wildes Game. Ich werde derzeit schon einmal in den Twitch-Chat schauen. Vielleicht habt ihr ja auch eine Meinung dazu, was wir als nächstes sehen sollten. Wie gesagt, gesehen habe ich da auf jeden Fall schon etwas. Das ist Geeky Goon Squad. Da, Kiel Gaming Port. Gut. So, also ab jetzt schaue ich in den Chat und ihr könnt einfach mal schreiben, Eistee Scorpion wäre Hype. Ja, Eistee Scorpion wäre tatsächlich Hype. Einfach weil in Cruise haben wir auch schon gesehen, dass Eistee gegen Scorpion gespielt hat. Ich glaube, da hat Scorpion gewonnen. Von daher, das würde mich auch interessieren, wie das im Best-of-Three-Format ablaufen würde. Ja, also teilweise von Schnatterli schon echt ziemlich gute Reads, ziemlich cleanes Play. Dazwischen immer so ein paar fragwürdige Sachen, finde ich. Aber all in all, ziemlich clean auf vielen Charakteren auch. Also, ich habe da auch schon Bowser, Lucina gesehen. Ich glaube, irgendeinen anderen Schwertcharakter noch. Oh, okay. Oh, der F-Tilt. Kein Up-Tilt also. So, Fuego Elo, was geht? Larius Schnatterli, genau. Darauf hätte ich auf jeden Fall auch Lust. Beides Spieler, die relativ neu sind, aber schon echt gute Ergebnisse erzielen konnten. Okay. Also 88%. Das ist noch nicht
entschieden. Schöner Down Smash, vor allem wenn die Smashes weiterhin so gut treffen. Gerade der Up Smash hat hier echt immer gut getroffen. Okay, gucken. Down Throw. Oh, schön. Kontert. Dadurch auch in eine gute Lage gekommen. Also war wirklich worth it. Oh, da wollte er... Ja, diese Spikes auf den Plattformen sind mit K-Rool auf jeden Fall mal hart, wenn davon getroffen wird. Okay, aber die Krone killt K-Rool diesmal. Ist nicht immer gut, König zu sein anscheinend. Oh. Okay. Green Shell offstage und... Oh, durch die Stage gespiked. Ja, wenn man die bekommt, ist immer gut. Ja, Player Camps. Leider heute nicht. Aber ja, beim nächsten Mal sind die wieder am Start. Die waren nämlich letztes Mal echt fire, auch, muss ich sagen. So beste Qualität einfach für die Player Camps, so in klein. Das ist eigentlich schon fast schade, dass es keine Einstellung gibt, dass wir die mal groß zeigen, ne? Also eigentlich müsste man die auch in groß sehen, einfach um zu sehen, wie gut diese Cams einfach sind. Diese Spiegelreflexkameras. So, letzte Chance hier gerade für Green Shell. Up-Tilt killt noch nicht. 108% auf den letzten Stock ist aber nicht besonders gut. K-Rool ist natürlich sehr heavy, super heavy. Ich glaube, zweitschwerster Charakter, so mit DDD. Und daher würde mich interessieren, ob Green Shell es noch schafft, hier einen schnellen Kill zu holen. Up-Smash oder halt ein Down-Air into Knee. Könnte da auf jeden Fall helfen. Eine Backer am Rand aber auch. Ja, Schnatterlee auf jeden Fall adapted, was die Get-Ups angeht. Oh, die Back-Air! Okay, das ist 2-0. Ja, also ich sehe auch immer gerne die Emotionen von den Spielern.